So, nachdem ich mich jetzt ein bisschen sympathisch gemacht habe, dachte ich, es wäre eine gute Idee, mich euch noch einmal auf eine sehr unangenehm persönliche Art vorzustellen. Das mache ich in diesem Text. Hallo, ich bin Christian. Ich bin homosexuell. An dieser Stelle halten wir zum ersten Mal verschämt zusammen inne, um eventuelle Zwischenrufe abzuwarten, wie jawohl, gut so, ekelhaft, ach schade, was machst du später? Oder was hat der Typ für ein Problem, dass er uns mit seinem Privatleben nervt? Das kann ja nur unangenehm werden für alle Beteiligten. Ist das Thema eigentlich längst schon durch, jetzt wo die heiraten dürfen? Hallo, ho? Kommen wir nun zu meinem Anliegen. Immer wenn ich Leuten erzähle, dass ich schwul bin, sagen sie, wow, das merkt man dir gar nicht an. Du wirkst gar nicht so schwuchtelig, tuckig, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und da nehme ich mir wieder und wieder vor, mir jetzt doch mal ein paar Strasssteinchen ins Gesicht zu klatschen und mir ein Regenbogenstirnband aufzusetzen, wenn ich aus dem Haus gehe, damit es diese Leute nicht so verdammt schwer haben. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, diese Orientierungslosigkeit, dieses Verlorensein, wenn man denkt, alle sind wie man selbst. Und dann gibt es da plötzlich noch andere, die so aussehen wie Heteros und so sprechen und laufen. Krass, aber mal im Ernst. Man merkt dir das gar nicht an. Wie würde es dir gefallen, mir dieses eine ständig wiederkehrende Gespräch, das ja nicht nur aus diesem einen Satz besteht und das ich seit Jahren immer und immer wieder führen muss, nur einmal andersrum verliefe? Probieren wir das mal aus. Ach, du bist also heterosexuell. Gut, das merkt man dir gar nicht an. Gut so, das ist gut, dass ich das nicht merke. Du, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe eine Freundin, die ist auch hetero. Vielleicht kennt ihr euch ja. Ich zeig dir mal ein Bild von ihr. Ich glaube, ihr würdet echt gut zusammenpassen, weil ihr beide so krasse Heten seid. Du weißt, ich bin ja ganz locker drauf in der Beziehung. Ich habe ja in meiner Jugend auch mal drüber nachgedacht, wie das so wäre. Aber dann habe ich mir gedacht, boah, eklig, und bin mich richtig schön warm duschen gegangen. Du, was ich schon immer mal wissen wollte, also ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich finde, ich habe das absolute Recht, das zu erfahren, weil wir uns jetzt schon 2 Minuten kennen. Wenn du dann mit so einer Frau im Bett bist, wer von euch beiden, wer von euch beiden ist dann eigentlich der Mann? Ich meine, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das ist so crazy, wie das läuft. Du, noch eine Frage. Wenn du einfach nur verdammt horny bist und auf die Schnelle eine wegflexen willst, stimmt das, dass man unter Heten dann erst zusammen was essen gehen muss oder so und sich das gar nicht so direkt sagen kann? Das ist ja schon ein bisschen lächerlich, oder? Naja, aber solche wie dich muss es ja auch geben. Und weil es ständig noch diese Gespräche gibt, in denen man in anderer Leute Wertesystem eingeordnet wird, in irgendeine Schublade im unteren Drittel, ist das alles noch immer nicht so normal, wie alle behaupten. Zugegeben, mancherorts ist es wirklich viel normaler als anderswo. Ich meine, ich lebe in Berlin. Wenn da sonntagmorgens um 10 so ein paar Leder-Gays mitten auf der Straße eine kleine Sadomaso-Orgie starten, dann kräht da kein Hahn danach. Da kommt die Berliner Partypolizei und macht mit. Was? Sexuelle Handlungen im öffentlichen Raum ohne uns? Das ist verboten. Kennt ihr noch ein paar Handschellen, Kollegen? Wenn er nicht mehr richtig trippt vom MDMA, probieren wir noch das Reizgas aus. Schön in die Nase. Für die ganz harten Fälle hätte ich noch einen Wasserwerfer anzubieten. Spreiz mal. Aber, und das muss man leider immer und immer wieder betonen, Berlin oder fächern wir es auf, die tolerante, alle Lifestyles und Kulturen akzeptierende, letztlich mit einem gesunden Maß an Gleichgültigkeit ihnen gegenüberstehende Großstadt ist nicht überall. Als ich diesen Text bis zu dieser Stelle unverändert vor nicht mal 2 Wochen in einer kleineren Stadt im Allgäu vorgelesen habe, kamen danach Leute an und meinten im vollen Ernst, keine Sorge, man sieht's dir wirklich nicht an. So ist das. Schon kurz außerhalb von Tarifzone A platzt die hedonistisch freizügige Filterblase, in die man sich so wohlig eingemümmelt hat, und Familienväter in freistehenden Häusern fühlen sich angegriffen, nur ob der Existenz jedweder Andersartigkeit drinnen. Bevor sie irgendwann alle in die große Stadt zieht, sitzen die Kleinstadtschwuchteln, die Smalltown-Boys, einsam in ihren Dörfern in Baden-Württemberg und Hessen und überall, holen sich in ihren Kinderzimmern einen auf ihre Sportlehrer runter und weinen sich verschämt durch die Nacht, weil sie denken, dass niemand sie versteht. Weil sie noch nicht wissen, dass nicht sie es sind, die pervers sind, sondern die Situation, in der sie leben. Fun Fact: In 10 Ländern der Welt steht auf Homosexualität noch die Todesstrafe. An dieser Stelle halten wir zum zweiten Mal verschämt zusammen inne und fragen uns, was soll plötzlich dieser scheiß Pathos am Ende? Sollen wir jetzt alle weinen oder was? Nee, bitte nicht, das fände ich so ein bisschen schwul.
Ja, was dann? Sollen wir später alle mit Christian kuscheln? Bitte erst noch Einverständnis fragen, aber meistens sag ich ja. Was sollen wir jetzt überhaupt tun? Keine Ahnung. Ich bin fertig und das ist gut so.